Sie mich nicht hören. Ja, also unsere letzte Bruegel-Vorlesung. Sie haben ja gesehen, wie unglaublich vielfältig dieses kleine Oeuvre von Bruegel ist. Jedes Werk hat uns eigentlich mit einer vollkommen neuen Thematik konfrontiert. Und ich habe Ihnen ja nicht einmal alle Bruegel, wir haben gar nicht alle Bruegel-Werke besprochen, weder von den Gemälden und schon gar nicht von den Grafiken. Also um das nur so kurz in Erinnerung zu rufen, also Sie haben gesehen, er hat sich mit Natur und Landschaft beschäftigt und es ging eigentlich um eine neue Auffassung von Natur. Es ging um Fragen der Religion und um die sehr prekäre Situation des Andachtsbildes in der beginnenden Reformation. Wir haben uns mit dem Todesbild beschäftigt und haben gesehen, dass er eigentlich eine vollkommen neue Auffassung des Todes entwickelt hat. Er hat sich mit Volkskultur beschäftigt, wie dem Fasching, die Kinderspiele, mit Sprichwörtern. Er hat Neuerfindungen gemacht, was so profanes Leben anbelangt. Das ist, bei ihm liegt eigentlich auch ein wesentlicher Auftrag zur Genremalerei und zur Darstellung des bäuerlichen Lebens. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit sehr kritischen Werken, vor allem in der Grafik, wo er sich kritisch zum beginnenden Kapitalismus und Kolonialismus geäußert hat. Und Sie sehen also, wie vielfältig eigentlich dieses Werk ist und wie absurd es ist, den sozusagen jetzt als Bauernbruegel abzutun. Ich kenne überhaupt keinen anderen Künstler, bei dem das in diesem Ausmaß der Fall ist. Also wo man wirklich, auch wenn ich an die ganz Großen denke, Rembrandt, Velázquez, Tizian, Rubens, ist es immer so, dass es eine ganze Palette im Oeuvre gibt von sehr ähnlichen Arbeiten. Und bei Bruegel ist das nicht so, man muss sich sozusagen, wenn man sich mit einem dieser Werke beschäftigt, muss man sich komplett in eine neue Thematik hineinarbeiten. Trotzdem gab es einige prinzipielle Elemente, die uns immer wieder begegnet sind. Und meines Erachtens ist darin ein spezifischer Blick Bruegels zu erkennen, der die Welt als unendlich vielfältig sieht, als komplex, heterogen und widersprüchlich. Menschen in ihrer Beschränktheit immer wieder in ihren sozialen Kontext stellt, ohne aber zu moralisieren, und die Interpretationen und die Wertungen im Wesentlichen den Betrachtern überantwortet. Und ich möchte Ihnen heute zum Abschluss einfach noch drei Werke vorstellen, in denen uns einige dieser Grundelemente wieder begegnet. Es sind sehr unterschiedliche Werke. Es ist das einzige mythologische Gemälde, was Bruegel gemacht hat, nämlich der Sturz des Ikarus, dann ein profanes Bild, die Elster am Galgen, und ein biblisches Thema, nämlich der Turmbau zu Babel. Und wir beginnen mit dem Sturz des Ikarus. Das Exemplar, was Sie hier sehen, ist in Brüssel im Musée Royal des Beaux-Arts. Es ist umstritten, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es kein Original ist, sondern eine wirklich sehr gute Kopie. Es ist sehr schlecht erhalten. Es ist ein Ölbild auf Leinwand, also das ist eine von Bruegel in der Form nie verwendete Technik. Es gibt ein zweites Bild, auch in Brüssel, aber nicht im Musée Royal, sondern im Museum Gardens van Buren. Dieses Bild ist sehr wahrscheinlich aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert und weicht stärker vom Original ab. Typisch für eine Nachahmung, aber eben nicht für Bruegel, ist sozusagen die Klärung der Situation durch die Einfügung von Daedalus, den Sie da oben sehen. Die Datierung lässt sich nicht festlegen. Das Original wird sehr wahrscheinlich in den frühen 1560er Jahren entstanden sein. Und wie gesagt, das ist das einzige Werk von Bruegel mit einem mythologischen Stoff. Der Sturz des Ikarus. Ich bin mir sicher, dass Sie das Hauptmotiv, also den stürzenden Ikarus, schon entdeckt haben. Die mythologische Geschichte, wie sie in den Metamorphosen Ovids erzählt wird, ist folgende. Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte. Daedalus war ein griechischer Künstler, der handwerklich technische Wunderwerke vollbringen konnte.
Seine Schwester gab ihm ihren begabten Sohn Perdix in die Lehre. Und dieser war bald fast so gut wie sein Onkel. Daedalus wurde neidisch und hielt diese Konkurrenz nicht aus und stürzte Perdix von der Akropolis. Athena fing ihn auf und verwandelte ihn in ein Rebhuhn, also Perdix heißt auf Lateinisch Rebhuhn. Perdix blieb fortan auf der Erde und fürchtete seither jegliche Höhe. Daedalus hingegen musste aus Athen fliehen und kam nach Kreta. Dort baute er für Minos das berühmte Labyrinth, für dessen Sohn Minotauros, ein Zwitter zwischen Tier und Mensch und ein Ungeheuer. Minos hielt Daedalus gefangen. Dieser ersehnte die Freiheit. Also der wollte da einfach weg von Kreta, wollte zurück nach Griechenland, aufs griechische Festland. Und so baute er für sich und seinen Sohn Ikarus aus Federn und Wachs Flügel und entfloh über die Meere. Seinem Sohn hatte er eingeschärft, immer die Mittellinie zu halten, nicht zu tief zu fliegen, damit die Flügel nicht feucht würden, aber auch nicht zu hoch, weil die Strahlen der Sonne das Wachs schmelzen würden. Ikarus aber reizte es, hoch und höher zu fliegen. Ich lese Ihnen kurz die Passage in Ovids Metamorphosen vor, im 8. Buch. Zitat Ovid jetzt, selber schwingt er, also Daedalus, selber schwingt er die Flügel und schaut nach den Schwingen des Knaben. Irgendein Mensch, der Fische mit schwankender Rute sich angelt, oder ein Hirt, gestützt auf den Stab, ein Bauer am Pfluge mochten sie sehen und erstaunen und glauben, die Segler der Lüfte seien wohl Götter. Und schon lag Samos, die Insel der Juno, links, sie waren an Delos und Paros vorübergeflogen, rechts war Lebintos und das an Honig so reiche Kalymne. Da begann sich der Knabe des kühnen Fluges zu freuen und verließ seinen Führer. Von Himmelssehnsucht gezogen, steigt er noch höher hinan. Die Nähe der raffenden Sonne schmelzt das duftende Wachs, das Bindemittel der Federn. Schon ist das Wachs zerflossen. Jetzt schwingt er nur noch die Arme, aber er fasst keine Luft. Es fehlen ihm gleichsam die Ruder und sein Mund, wie er schreit nach der Hilfe des Vaters. Im blauen Wasser versinkt er. Wir sehen von einem hohen Standpunkt auf eine wunderschöne Meerlandschaft die untergehende Sonne am Horizont. Ich zeige Ihnen da das Detail. Zentral im Vordergrund pflügt ein Bauer die Erde, also so wie Ovid es geschrieben hat, den Kopf gesenkt, auf sein Tun konzentriert. Wie bei Ovid beschrieben und wie dort ebenfalls angemerkt, ein Hirte mit seinen Schafen und rechts im Eck ein Fischer. Erst bei genauerem Hinschauen entdecken wir vor dem großen Segelboot eben noch die Beine des ertrinkenden Ikarus und ein paar Federn in der Luft. Wie so oft bei Bruegel, das Hauptmotiv ist kaum erkennbar. Es gibt noch einige Details, die erst bei genauem Hinsehen entdeckt werden. Nämlich auf dem Strauch über dem Fischer sitzt ein Rebhuhn. Sehen Sie das? Rebhuhn, also direkt sozusagen links über dem Fischer. Wie bei Ovid eben beschrieben, mit Schadenfreude sieht er seinen Mord gerecht. Aber die Schadenfreude sieht man dem Rebhuhn natürlich nicht an, das weiß man nur, wenn man den Text kennt. Und dann gibt es noch zwei Details, die allerdings bei Ovid nicht vorkommen. Und zwar, also links neben dem Pferd, das sehen Sie jetzt nicht bei dem Detail, aber links neben dem Pferd gibt es einen Gürtel auf dem Stein in der linken Ecke neben dem Pflüger, ein Messer und einen abgelegten Gürtel. Und ganz am rechten Rand ein weißes Pünktchen und es ist der Kopf eines Menschen und es ist ganz offensichtlich der Kopf einer Leiche. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Also links vom Pferd ist der Stein mit dem abgelegten Messer und dem Gürtel und oben, überhalb sozusagen dieses Pferdekopfes, ist diese
ist dieser Kopf eine Leiche. Ich denke mir, dass meine Generation fühlt sich sehr wahrscheinlich an den Kultfilm Blow Up von Antonioni erinnert, wo auch so im Foto diese Leiche auftaucht. Die gängigste Interpretation zu dem Bild, sehr ausführlich bei Matt Carella, folgt der traditionellen Deutung des Ikarus-Sturzes als Bestrafung des Hochmuts. Ikarus wollte zu hoch hinaus und folgte seinem Vater nicht, dafür wurde er bestraft. Für Carella ist vor allem der pflügende Bauer das positive Gegenbild, fest auf der Erde, auf seiner Scholle, ergeben seiner einfachen, bescheidenen Arbeit. Ja, ich kann dieser Interpretation nicht folgen. Daedalus und Ikarus ist ein sehr ambivalenter Mythos. Ovid selbst, wie immer, schreibt nicht moralisierend. Es ist einfach eine tragische Geschichte. Daedalus war Künstler. Das ist auch eher eine Identifikationsfigur für den Maler Bruegel. Ich denke eher, es zeigt die Ambivalenz zwischen dem Streben nach Höherem, nach Erkenntnis, die Neugier und die Möglichkeit des totalen Absturzes. Es ist ein Nebeneinander verschiedener Lebensentwürfe, der Bauer, der Hirte und Fischer und dann die Segler, die vielleicht über die Weltmeere fahren und der gefährliche Weg des Künstlers. Für Carella ist die Winzigkeit des Ikarus ein Hinweis auf dessen Bedeutungslosigkeit. Wir haben viele Bilder von Bruegel gesehen, in denen die Hauptperson kaum wahrnehmbar ist. In Verbindung mit den Figuren Bauer, Hirte und Fischer, die allesamt nicht wie bei Ovid beschrieben, fasziniert in den Himmel schauen und meinen Götter zu erblicken, bemerken sie die Tragödie nicht. Und das ist uns auch immer wieder begegnet, bei der Kreuztragung oder ganz anders bei der Bekehrung Pauli. Auch hier sind die Menschen in ihr eigenes Tun vertieft oder schauen träumerisch einfach in die Luft, sehen nichts und nehmen das Unglück, das anderen zustößt, nicht wahr. Also der Bauer realisiert ja auch nicht das Messer oder den Gürtel und er sieht auch diese Leiche nicht. Ich denke mir, dass es unter anderem auch um diesen Gegensatz geht, um den Gegensatz des heroischen Motivs in der Historienmalerei und um dieses ganz normale Alltagsleben des Menschen. Also dieser tragische Tod von Ikarus, aber der Tod, der andererseits dieser Tod mit dieser Leiche, was sozusagen zwei Tode wie aus zwei verschiedenen Geschichten sind. Bruegel nimmt hier ein mythologisches Sujet auf, aber wie bei den biblischen Themen versetzt er die Erzählung in seine Gegenwart, in die Natur, ins reale Leben. Also es ist ein antikischer Stoff, aber es ist keine antikisierende oder italienisierende Manier, wie das seine italienischen Zeitgenossen gemacht haben. Ich zeige Ihnen einfach Beispiele, wie das sonst ausschaut. Sie sehen hier einerseits also einen mehr oder weniger unbekannten italienischen Künstler der Spätrenaissance, wo einfach das Hauptmotiv, also der fliegende Daedalus und der stürzende Ikarus von der Sonne sozusagen hinunterfällt. Und dann natürlich sehr wichtig Antonio Tempesta. Antonio Tempesta war ein Grafiker, der die Metamorphosen des Ovid illustriert hat, die dann x-fach von Franzosen, Deutschen etc. kopiert worden sind. Also das waren so, diese Grafiken waren einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Tempesta hat schon Voraussetzungen, aber Sie sehen einfach, das ist einfach sozusagen das Hauptmotiv da, Daedalus und der stürzende Ikarus. Das ist an jedem klar, um was es geht. Da geht es einfach wirklich um diese Geschichte. Und so anders, als Bruegel das darstellt. Hier zeige ich Ihnen einen Vergleich noch Hans Bohl, der also später ist und sicher schon auf Bruegel zurückgeht. Also das auch in so eine Landschaft faktisch versetzt. Aber letztlich haben sie doch sehr klar, also auf jeden Fall klar, Daedalus und Ikarus in der Luft. Und bei Bruegel sieht man den Daedalus überhaupt nicht und vom Ikarus sieht man, das haben sie gesehen, eigentlich nur eineinhalb Beine und sonst nichts.
Ja, ich denke mir, damit wird der Mythos nicht nur entmythologisiert, sondern der Kern der Geschichte wird dadurch eigentlich aktualisiert. Ja, unser zweites Werk. Die Elster auf dem Galgen, 1568, ist eines der letzten Werke von Peter Bruegel. Peter Bruegel hat dieses Werk nach den Worten von Karel van Mander seiner Frau vermacht. Ich zitiere van Mander aus dem Schilderbuch von 1604. Van Mander haben wir jetzt immer wieder begegnet, der erste niederländische Künstlerbiograf, der Bruegel nicht mehr gekannt hat, aber doch sehr viel noch von dem, was man gewusst hat über Bruegel, niedergeschrieben hat. Also ich zitiere van Mander. Er hinterließ ihr, also seiner Frau, testamentarisch ein Bild mit einer Elster auf einem Galgen. Mit der Elster meinte er die Klatschbasen, die er dem Galgen weihte. Zitat Ende. Martin Selling schreibt im Wiener Ausstellungskatalog von 2018, es sei neben dem Vogeldieb und den Imkern das rätselhafteste Bild von Bruegel. Viele Bruegel-Forscher sehen darin wieder ein Warmbild. Die Narrheit und Dreistigkeit der Menschen angesichts der Größe der Natur, der Gerichtsbarkeit und des Todes. Kavaler und Körner entwerfen ein differenzierteres Bild, dem ich mich anschließe, ohne jedoch eine schlüssige Deutung des Bildes geben zu können. Ich neige eher zu der Ansicht, dass keine kohärente Interpretation möglich ist und vielleicht auch nicht angestrebt war. Wir sehen von überhöhtem Standort auf eine traumhaft schöne Übersichtslandschaft. Innerhalb von Bruegels Spätwerk ist es ein Perspektivwechsel, gleichsam ein Blick zurück auf seine frühen Landschaften. Also das ist schon sehr erstaunlich. Sie können sich erinnern, wir haben ja die Spätwerke uns angeschaut. Denken Sie an die großen Bauernbilder oder an den Misanthrop. Die sind eigentlich, die späten Bilder sind sehr nahsichtig, mit sehr wenigen, sehr großen Figuren. Und hier hat er wieder eigentlich, geht er eher wieder zurück auf diese frühen Landschaften, kleinfigurig und diese ganz große Übersichtslandschaft. Im Vordergrund bildbestimmend der Galgen, auf dem eine Elster sitzt. Eine zweite Elster sitzt auf dem Baumstumpf vor dem Galgen. Ah, das sieht man, das sehen Sie hier noch besser. Sie sehen beide Elstern hier. Ja. Der Galgen selbst ist eigenartig konstruiert. Moment, das ist so, das ist auch noch so. Es sind die Querbalken und die Stützen sind nicht analog und dadurch wirkt der Galgen wie ein Vexierbild. Auch die Anbringung auf dem riesenhaften Stein und nicht auf dem Boden wirkt eigentlich befremdlich. Vor dem Galgen tanzen zwei Männer und eine Frau. Aus dem Dorf im Hintergrund bewegt sich ein Zug von Menschen und ein Dudelsackpfeifer zu ihnen hin. Im linken Eck erledigt ein Mann seine Notdurft. Zwischen ihm und der Tanzgruppe stehen zwei männliche Figuren. Der eine weist mit seinem Arm ins Tal, wohin beide auch zu schauen scheinen. Rechts unter dem Galgen steht ein Kreuz, sehr wahrscheinlich zu einem Grab gehörend. Und darunter ist einfach ein Gehöft mit einer Mühle. Der Galgen signalisiert obrigkeitliche Rechtsprechung, die für Ordnung sorgt. Nach Kenntnis von Bruegels frühem Stich zur Gerechtigkeit, Sie können sich erinnern, und angesichts der immens bedrohlichen politischen Situation, scheint es mir unmöglich zu sein, dass Bruegel diesen Galgen als Symbol sozialer Ordnung affirmiert. Also das ist praktisch in der Literatur ziemlich durchgehend die Meinung, dass sozusagen der Galgen, also die Galgen gab es ja wirklich sehr häufig in den Niederlanden, dass das
für die gesellschaftliche, für die soziale Ordnung steht. Das ist auch richtig. Aber die Frage ist, ob Bräugel das sozusagen affirmieren sie. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Vielmehr steht meines Erachtens der Galgen für gewaltsamen und ungerechten Tod. Der Hinweis von Frau Mander ist durchaus weiterführend. Die Elster stand traditionell für Klatsch, auch für Diebereien. Sie hatte einen schlechten Ruf, das ist ja auch heute noch so. 1568, am Höhepunkt der inquisitorischen Verfolgung, konnte jedes falsche Wort gefährlich sein, für einen selbst wie für andere. Also Klatsch ist sozusagen, das kann so Klatschbasen sein, was irgendwie harmlos ist, aber Klatsch kann in so politisch brisanten Situationen sozusagen das Leben kosten. Es gibt zwei Sprichwörter, die in diesem Zusammenhang zu Recht genannt worden sind, nämlich unter dem Galgen tanzen und an den Galgen scheißen. Ein Sprichwort, das Bräugel selbst in seinem Sprichwortbild aufgegriffen hat. Sie sehen ganz oben ein Detail von dem Sprichwortbild, was wir ja besprochen haben, und ganz oben rechts am Horizont ist dieses Detail, was sich eben genau auf dieses Sprichwort bezieht, auf den Galgen scheißen. Und das ist natürlich, das kommt einem natürlich in den Sinn, wenn man diesen defekierenden Mann jetzt hier sieht in diesem Gesamtbild. Und ich denke mir, also das Sprichwort, das kann man jetzt eigentlich nicht anders auffassen als angesichts einer Bedrohung tanzen, musizieren, feiern und weiterleben. Und ob man das jetzt als positives Lebenskonzept ansieht, oder ob man das als naiv oder gar diese Ignoranz moralisierend verurteilt, das bleibt wie so oft den Betrachtern überlassen. Und das fällt dann eben auch unterschiedlich aus. Also ich denke mir, dass, wir haben das ja jetzt immer wieder gesehen, dass Bräugel so verschiedene Lebenskonzepte oder verschiedene Möglichkeiten nebeneinander stellt, ohne dass das jetzt, das ergibt ja keinen Handlungsablauf und es gibt auch kein klares Narrativ. Also das sind einfach so verschiedene Punkte und das liegt einfach dann ganz stark an denen, die das Bild anschauen, wie sie das deuten und wie sie es werten. Bemerkenswert, dass die beiden Männer, die durch den Zeigegestus gleichsam als Kommentatoren fungieren, weder auf den Galgen, das Kreuz, noch auf die festliche Gesellschaft fokussiert sind, sondern auf die Natur, die in unendlicher Schönheit vor ihnen liegt. Also ein Bild, das einen solchen Frieden ausströmt und gleichzeitig tödliche Bedrohung. Also ich denke mir, wir haben das immer wieder gesehen, diese unglaublichen Gegensätze, die Bräugel sozusagen nebeneinander stellt. Und ich denke eben, die Forschung ist immer versucht, hopp oder top, das zu sehen, positiv oder negativ zu sehen. Ich glaube, dass das kein sinnvoller Zugang zu Bräugel ist, weil ich glaube, dass das eben genau das nicht ist, dass er das zeigt, wie das Leben ist, wie er die Welt sieht und die ist kontingent, sie ist widersprüchlich, sie ist heterogen und diese Ambivalenz, die muss man aushalten. Ja, der Turmbau zu Babel, kennen Sie alle sehr gut, weil der bei uns im Museum ist, 1563. Ich lese Ihnen den Bibeltext vor, wie er in Genesis 11, 1-9 steht. Also das steht im Alten Testament und zwar direkt ganz am Anfang, also sehr am Anfang, nach der Sintflut und vor der Geschichte Abrahams ist diese Geschichte vom Turm von Babel. Und das lautet so: Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Und dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel, und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich die Stadt und Turm anzuschauen.
die die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Daher zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel und das heißt so viel wie Wirrsal. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Zitat Ende. Also wir befassen uns jetzt nicht mit den historischen Wurzeln dieses alttestamentarischen Mythos, obwohl das sehr interessant ist. Es gibt unterschiedliche Variationen in verschiedenen sehr frühen Kulturen. Es hängt natürlich zusammen mit der Erfindung des Siegelbaus, mit dem Beginn überhaupt des Städtebaus, mit dem Phänomen der Zikkurate in der mesopotamischen Kultur, also diesen Stufen, diese stufenförmige Turmbauten etc. Aber das ist jetzt sozusagen nicht unser Problem. Diese kurze Episode im Alten Testament ist eine der meist diskutierten, nicht nur bei Theologen und Bibelhistorikern, sondern ebenso bei Sprachwissenschaftlern und Philosophen, wie zum Beispiel Hegel oder Jacques Derrida. Einige Aspekte sind der Geschichte inhärent. Das Begehren, ein großes gemeinsames Projekt zu bauen, um sich dadurch eben nicht zu zerstreuen, sondern eine Gemeinschaft zu bilden, eine gemeinsame Identität und Genealogie. Analog zum Sündenfall will Gott nicht, dass die Menschen zu allem fähig werden. Er zerstört den halbfertigen Turm nicht, sondern verwirrt ihre Sprachen, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren können. Ja, man kann sich fragen, wie entstehen denn solche Mythen? Also oder Geschichten. Sie entstehen aus der Erfahrung der Menschen, dass es diverse Sprachen, Schriften, Denkweisen und Kulturen gibt. Und diese Grunderfahrung muss erklärt werden, so wie eben auch die Sterblichkeit des Menschen, das Leid, die Schmerzen etc. Und begründet wird all dieses Elend durch das Eingreifen Gottes. Also wenn man das Alte Testament liest, ich denke, das sind wirklich so, es sind so ganz existenzielle menschliche Erfahrungen und die brauchen immer eine Erklärung und die Erklärung ist prinzipiell im Alten Testament natürlich immer göttliches Eingreifen. Ich denke, dass diese Sehnsucht nach Einheit, nach gegenseitigem Verstehen, diese Imagination eines gemeinsamen Projekts, an dem wir alle mitwirken können, ich denke, das ist nachvollziehbar. Ebenso nachvollziehbar wie die Erfahrung des Gegenteils einer zersplitterten Welt mit unterschiedlichen Kulturen, unverständlichen Sprachen und fremden Religionen. Ja, wie kompliziert es ist, mit dieser Form von Diversität umzugehen, das sehen wir ja auch heute. In der biblischen Geschichte kommt der König Nimrod als Auftraggeber nicht vor. Dies hat erst der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus in seiner Geschichte des jüdischen Volkes im ersten nachchristlichen Jahrhundert hinzugefügt. Und dadurch erhält die Geschichte eine andere Bedeutung. In der alttestamentarischen Erzählung haben die Menschen kein Gebot übertreten. Sie haben einfach einen Turm gebaut, dessen Größe Gott missfiel. Bei Josephus ist Nimrod ein böser Herrscher, der die Menschen überredet, einen Turm zu bauen, um damit Gott zu trotzen und ihm zu zeigen, dass sie das alles selber machen können und ihn eigentlich nicht brauchen. Und hier kommt das Moment der Hybris hinein, also das Moment des Hochmuts gegenüber Gott, der bestraft werden muss. In Antwerpen zur Zeit Bruegels war die Erfahrung von Diversität extrem. Durch den Handel kamen Menschen aus entlegenen Ländern in diese kosmopolitische Stadt. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen, die nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Der italienische Autor Guicciardini, der 1567 eine Geschichte der Niederlande verfasste,
schrieb voll Verwunderung, dass man in Antwerpen nie gehörte Sprachen vernehmen und nie gesehene Sitten und Kulturen begegnen könne. Und das war in dieser Form für die Menschen eine neue Erfahrung. Und dazu kam der Umstand verschiedener Religionen, also nicht nur jetzt Moslems oder aus komplett anderen Kulturen, sondern dass die eine Religion zerfallen ist. Und dass es verschiedene reformierte Bewegungen gab, die Lutheraner, die Calvinisten, die Wiedertäufer etc. Und die Reformierten und die Katholiken haben sich gegenseitig babylonische Verwirrung vorgeworfen und haben sich vorgeworfen, die Einheit der Religion zu gefährden. Und dazu kommt, dass die Bibel in verschiedene Volkssprachen übersetzt worden ist, die Bibel, die immer nur Latein oder Griechisch oder eben Hebräisch war, aber dass das jetzt, also diese ganze Frage von Übersetzungen, das ist, war da praktisch ein neues Problem. Das Motiv des babylonischen Turms war ein beliebtes Sujet in der Buchmalerei. Bot es doch die einzigartige Möglichkeit, Bauhandwerk und Bautechnik zu demonstrieren. Also prinzipiell lässt sich eigentlich sagen, dass viele Szenen aus dem Alten Testament auch im Mittelalter die Möglichkeit boten, sowas wie Lebenserfahrungen einzubringen. Im Neuen Testament ist das kaum der Fall. Ja? Aber im Alten, auch wenn Sie das Alte Testament lesen, da geht es einfach zu wie im realen Leben. Und das bot eben auch die Möglichkeit solcher Miniaturen. Ich zeige Ihnen einige davon jetzt hier, die Weltchronik von Rudolf von Ems um 1411. Sie können hier also den Bauprozess eigentlich ganz gut nachvollziehen. Es werden Steine bearbeitet, es wird Mörtel angerührt unter Überdachung, damit kein Regen den Mörtel verdünnt. Daneben aber ein Scheffel mit dem notwendigen Wasser. Steine werden in den Turm getragen, also offensichtlich gibt es innen doch noch eine Stiege. Oben gibt es einen Kran und der Turm wird weitergebaut. Man sieht die Gerüste, die ohne Geländer funktionieren, also das war immer so. Und Sie sehen die Gerüstlöcher links. Sie sehen auch heute an mittelalterlichen Bauten, können Sie immer die Gerüstlöcher noch nachvollziehen. Sie sehen das also schon auch durchaus im Mittelalter und im Hochmittelalter sehr viel Wert darauf gelegt wird, sowas genau zu beschreiben. Also ich zeige Ihnen deswegen jetzt auch frühere Beispiele, die Mosaiken im Dom von Montreal aus dem 12. Jahrhundert und eine böhmische Bibel von 1340 hier. Ist wunderbar, weil man erkennen kann, wie der Kran angetrieben wird, nämlich durch einen Mann, der ständig im Radl läuft. Also das lief, genauso haben die funktioniert. Es ist so, dass wenn man sich die Architekturhistoriker, die sich mit mittelalterlicher Bautechnik beschäftigen, die nehmen diese Miniaturen auch heran, um sich sozusagen auch ein Bild zu machen, weil das wirklich meistens sehr genau dargestellt ist. Hier ist natürlich sehr drastisch, wie Gott und seine Engel mit Greifzangen eingreifen, aber nicht um beim Bau zu helfen, sondern um die Handwerker physisch wegzuzwicken. Hier nochmal zwei Beispiele, ein besonders schönes Exemplar aus dem 11. Jahrhundert. Da kann man zwar weniger die Bautechnik nachvollziehen, aber ich finde diese Alfred-Paraphrase ist einfach eine wunderschöne Buchmalerei. Ich finde, dass das schon fast an Bilder von Paul Klee erinnert. Und dann hier die Cité de Dieu, also Gottesstaat von Augustin. Und da sieht man jetzt den Auftraggeber Nimrod, der eben vom Teufel geleitet wird und sich klar von Gott im Himmel absetzt. Also das heißt, ist natürlich auch ein Gottesstaat von Augustin, ist sozusagen die Gottesstaat ist das eine und das andere ist sozusagen die böse Stadt, die eben, wo die Menschen glauben, sie können in den Himmel hineinbauen. Oder eine ganz andere Auffassung hier, das ist ein Speculum Humanae Salvationis, also eine sowas wie eine Armenbibel, wo es immer wieder alttestamentarische Szenen mit neutestamentarisch typologisch zusammengefügt werden, also den Zusammenhang gezeigt wird. Und hier ist es so, das ist Pfingsten und es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, durch Christus wird faktisch die Verwirrung der Geister sozusagen wieder geeint. Also jetzt gibt es einfach wieder zwar nicht eine Sprache unbedingt,
aber einen klaren Geist, der sozusagen alle umfängt, und das ist natürlich dann die christliche Religion. Es ist aber auch sehr häufig so, speziell dann eben etwas später, das ist jetzt 1547, also schon kurz vor Bruegel, dass die Zerstörung des Turms dargestellt wird, die ja im Alten Testament nicht vorkommt. Da hat Gott den Turm nicht zerstört, sondern er hat einfach die Sprachen verwirrt und sie konnten den Turm wieder weiterbauen. Aber hier wird drastisch die Zerstörung dieses Turms gezeigt durch das Eingreifen Gottes. Kurz vor Bruegel und für Bruegel ja sehr wichtig, das Breviarium von Grimani von Hohenbaum aus dem frühen 16. Jahrhundert, wo Sie sehen, da, also diese Spiralstufenturm und wo die, also eine bereits sehr ausgefeilte Bautechnik nachvollziehbar ist. Und Bruegel steht durchaus in dieser ikonografischen Tradition. Auch in seiner Version wird die gesamte damalige Bautechnik bis ins letzte Detail dargestellt. Also wir können, wenn Sie sich das einmal genau anschauen, Sie können sich das nämlich jetzt unglaublich genau anschauen, ich kann das nur immer wiederholen, inside Bruegel im Netz können Sie sich das heranzoomen und Sie sehen Dinge, die Sie mit purem Auge überhaupt nie sehen würden. Und da können Sie auch das nachvollziehen, wie das genau gebaut wird, also wie jetzt über die Schiffe Kalk gebracht wird, den es ja in dieser Form in den Niederlanden nicht gab, und auch Baumstämme, die für den Gerüstbau gebraucht werden, wie Ziegel gebrannt werden, wie Kalkmörtel hergestellt wird, Steine zur Verkleidung der Fassade behauen wird. Sand und Ziegel werden mit den Karren und durch Lastenpferde transportiert und die Baumaterialien werden über Leiter, Holzstege und Gerüste weitergereicht. Es sind große Kräne im Einsatz. Also man kann wirklich sagen, Bruegel kannte sich mit dem Bauhandwerk und der Bautechnik sehr genau aus. Als Inspiration für den Turmbau hat das römische Kolosseum gedient, das Bruegel aus eigener Anschauung kannte, weil er ja in Rom war, und dessen ruinöser Zustand auch in den Werken von Heemskerk festgehalten worden ist. Also hier sehen Sie zwei Werke von Heemskerk, ein Selbstporträt, wo sozusagen eben auch diese Faszination dieses unglaublichen Baus, aber eben auch in diesem ruinösen Zustand gezeigt wird. Und dazu ist zu sagen, dass das Phänomen der Ruine, also das Bewusstsein von vergangener Geschichte, antiker Kultur und vom Zerfall von Kultur, dass das angefangen hat, die Menschen in der Zeit sehr zu faszinieren. Wie in vielen anderen Werken ist König Nimrod mitsamt seinem Gefolge dabei. Bruegel geht allerdings weit über die Beschreibung eines Bauprozesses hinaus. Er schafft im eigentlichen Wortsinn ein Weltbild. Ein Bild des Lebens, indem die dem biblischen Narrativ inhärenten Elemente alle enthalten sind. Die Imagination eines alle Menschen umfassenden gemeinsamen Projekts, die unglaublichen Fähigkeiten der Menschen, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, die Frage nach Möglichkeit und Unmöglichkeit von Kommunikation, die tatsächliche Diversität und Kontingenz des Lebens, und das Scheitern. Auf Bruegels Turm arbeiten die Menschen nicht nur, sondern sie haben da ihr Leben eingerichtet. Sie wohnen im Turm. Sie kochen, sie essen, sie waschen Wäsche, sie machen alles Mögliche. Es wären auch nicht nur Baumaterialien, sondern es wären teilweise auch Esswaren und Bierfässer angekarrt. Ich weiß nicht, ob Sie das Paar sehen. Rechts am Eingang, was sich an den Händen fasst. Und wenn Sie das, Sie können Stunden damit verbringen, das jedes Detail da anzuschauen. Es herrscht ein arbeitsames, aber durchaus fröhliches Treiben. Sie sehen das hier, das ist jetzt unten direkt rechts neben dem Nimrod-Gefolge da. Da sehen Sie, wie die Menschen sich auch ausruhen. Die legen sich hin, ruhen sich aus, sie schlafen. Einer kackt wieder da vorne. Das ist ja auch so ein typisches
Motiv und oben waschen die Leute die Mauer und die Wäsche. Und, also da, es ist unglaublich, was sich da alles abspielt. Der Tod, der ja sonst fast immer mit dabei ist, ist eigentlich nirgends zu sehen. Es ist eigentlich ein heiteres Bild. Nur die dunkle Wolke links über dem Turm ist unheilverkündend. Die Menschen, die den Turm bauen, haben ihn selbst in Besitz genommen. Und das ist neu. Eine weitere Erfindung Bruegels besteht darin, dass das Scheitern des Turms erkenntlich wird. Aber nicht durch das Eingreifen Gottes, sondern durch die Art und Weise, wie der Turm konzipiert ist. Das Scheitern ist der Erzählung ja inhärent. Und das Scheitern wird in der Bibel durch die Unmöglichkeit der Kommunikation durch unterschiedliche Sprachen verursacht. Sprachen kann ein Maler nicht visualisieren. Aber Bruegel macht die Unmöglichkeit der Kommunikation sichtbar. Es ist undenkbar, dass die Menschen unten am Turm auch nur die leiseste Ahnung haben können, was da oben passiert. Oder dass sie auf der einen Seite realisieren, was auf der anderen geschieht. Wie so häufig bei Bruegel, ich erinnere an die Bekehrung Pauli, machen die Betrachter dieselbe Erfahrung wie die Figuren im Bild. Wenn ich mich auf ein Detail im Bild fokussiere, verliere ich alle anderen Begebenheiten aus dem Blick. Es ist aber noch viel extremer. Das Werk verfügt durch die Riesenhaftigkeit des Turms über eine enorme Monumentalität. Also, auch wenn sie weit weg sind, sehen sie sofort diesen Turm. Ja. Gleichzeitig gibt es eine Unzahl an winzigen Figürchen, die mit bloßem Auge kaum noch wahrnehmbar sind. Das heißt, wenn ich mich auf ein Detail konzentriere, ich verliere nicht nur die anderen Details aus dem Blick, sondern ich verliere den Turm, also das Projekt aus den Augen. Umgekehrt, wenn ich den Turm in seiner Gesamtform erfasse, also das Konzept, kann ich unmöglich dem vielfältigen Leben auf dem Turm gerecht werden. Also ich, ein Individuum, kann niemals die Vielfalt der Welt überblicken. Scheitern wird mehrfach erfahrbar. Ich habe immer wieder versucht, von unten einen Weg bis zur Spitze zu finden. Also ich habe wirklich immer wieder versucht, wie so in meinem Labyrinth, gedacht, das muss ja irgendwie möglich sein. Es ist vollkommen unmöglich, man kommt da nicht durch. Bemerkenswert ist ja auch, dass der Turm obensteil schon fertig ist, jedoch weiter unten nicht, dass der rohe Fels durchbricht, die Natur teils noch nicht bezwungen ist. Auch steht der Turm leicht schief. Die Stadt hinter dem Turm ist fast menschenleer. Also man sieht da kaum mehr Menschen in dieser Stadt, was ja sonst bei Bruegel ja immer überall alles voll Menschen ist. Die Menschen in der Stadt, die arbeiten jetzt alle an diesem Turm. Und was haben die Menschen von dem Riesending? Sie haben auf der anderen Seite haben sie einfach nie mehr Sonne. Sie haben einfach nur noch Schatten. Der Turm selbst ist eine aberwitzige, absurde Konstruktion. Vielleicht kann man sagen, die Menschen sind zu großartigem fähig, aber ihre Ziele, wozu sie ihre Fähigkeiten einsetzen, sind unsinnig. Also mich erinnert es immer heute an die Rüstungsindustrie, wo ich mir auch denke, Menschen sind zu so unglaublichen Dingen heute fähig, aber wozu sie ihre Fähigkeiten einsetzen, sind manchmal wirklich eher mörderisch, als dass sie irgendwie sinnvoll wären. In der Repoussoir-Schicht im linken Vordergrund marschiert der König Nimrod mit seinem Gefolge auf. Er und vor allem seine dämlichen Ratgeber wirken eher lächerlich. Er kehrt dem Turm den Rücken zu, also der hat wirklich auch keinen Dunst, was da alles passiert. Er scheint ihn aber auch gar nicht zu interessieren. Er nimmt lieber die Ehrenbekundungen der armseligen Arbeiter entgegen. Groß im Vordergrund wird den Steinmetzen buchstäblich ein Denkmal gesetzt. Just an einem der Steine hat Bruegel seine Signatur gesetzt. Und zwar nicht nur Bruegel, sondern Bruegel, großes F, großes E, also Bruegel Fezit. Ich hoffe, Sie können das lesen, vorne an der Stirnseite.
Das ist ein Riesenblock, der eigentlich nur eben dann sozusagen die Nägel und das Werkzeug drauflegen und auf der Stirnseite ist dann sozusagen sein Name, seine Signatur. Und wir haben immer wieder gesehen, Bruegel setzt seine Signatur meistens sehr bewusst. Also er stellt sich eigentlich also gleichsam auch als einen der Erbauer dieses Turms dar. Der Gegensatz zwischen dem Auftraggeber, dem Herrscher und denen, die de facto die Arbeit tun, ist eklatant. Ob man im König eine Anspielung auf Philipp II. Sehen kann, sei dahingestellt. Also das gibt natürlich auch, es gibt Bemerkungen in der Literatur, dass man drin Philipp II. Sehen kann. Die anderen sagen dann wieder, der Herrscher Philipp hat vollkommen anders ausgeschaut und das ist eine allgemeine Figur. Natürlich hat er nicht Philipp porträtiert, das ist ja undenkbar, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das mit assoziieren kann. Philipp konnte weder Flämisch noch Französisch, also die sprachliche Kommunikation mit seinen niederländischen Untergebungen war auf jeden Fall gestört. Wie immer bei Bruegel verfügt das Bild nicht nur über inhaltlichen Tiefgang und semantische Komplexität. Es ist einfach auch eine fantastische Malerei. Also ich würde sie wirklich auffordern, sich das Bild, und das kann man eben heute wirklich, also erstens im Original, aber zweitens auch wirklich im Netz, sehr genau anzuschauen. Es ist unfassbar, wie das gemalt ist. Also ich zeige Ihnen jetzt hier einfach einen winzigen, beliebigen Ausschnitt, einfach nur eine Ziegelwand. Ja. Jetzt schauen Sie sich das an, wie das gemalt ist. Die Farbabstufungen, die jetzt verschiedentlich, also bedingt sind durch Lichteinfall, durch unterschiedliche Feuchtigkeit, durch Alterung, durch Reparatur. Und wie das, also wie sozusagen jeder Millimeter in diesem Bild einfach wirklich künstlerisch durchgearbeitet ist. Ja, ich will jetzt keine Zusammenfassung geben, weder von diesem Bild und schon gar nicht von der gesamten Vorlesung. Das würde, denke ich, Bruegel konterkarieren. Dennoch denke ich, kann man von einer gewissen Haltung Bruegels gegenüber der Welt sprechen. Einer beobachtenden Haltung, die die Welt in ihrer Komplexität, Diversität, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit ernst nimmt. Und diese Haltung war historisch möglich geworden durch die tatsächliche Diversität, die Bruegel in Antwerpen in den 50er und 60er Jahren des 16. Jahrhunderts erleben konnte. Einer Zeit des beginnenden Kapitalismus, des Auseinanderbrechens der spätmittelalterlichen Welt, der Entstehung neuer Religionen, der Ablösung eines rein theologischen durch den Beginn empirisch-naturwissenschaftlicher Erklärungsmodelle. In der kurzen Spanne seines aktiven Schaffens, also von ca. 1552 bis 68, gab es neben den dogmatischen kirchlichen Lehren humanistisch-freigeistige Denker, wie etwa der Geograf Ortelius oder der Künstler Kornherd, die unter anderem von Erasmus oder Sebastian Franck ausgingen. Die spanische Inquisition unter Philipp II. Mit seinem Schlechter Herzog Alba haben dieser revolutionären Phase ein Ende gesetzt. Aber der Großteil von Bruegels Werk hat überlebt und hat nichts von seiner Aktualität verloren. Ja, und damit ende ich hier. Okay, gut. Und jetzt würde ich sagen, kann ich mir einfach vorstellen, dass es im Laufe sozusagen dieses Semesters einfach Fragen aufgetaucht sind oder jetzt hier mit der letzten Stunde, wo Sie gerne nochmal nachfragen wollen, wenn ich irgendwas klären kann. Ist kein Zwang, aber zumindest eine Möglichkeit. Ja, gibt es Dinge, die Sie gerne wissen wollen, die nicht klar sind? Eine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt gescheit ist, aber das letzte Mal, das übermalte Bild interessiert mich. Also, wie ist man da drauf gekommen? Also, dieser Verdienstmord, ja, genau. Der von dem Habsburger. Ja, Rudolf, ja. Genau. Man muss ja die nebeneinander gesehen haben. Wann hat man das entdeckt? Oder wer ist da drauf gekommen? Was ist da zufällig? Also war aber draufgekommen, es ist ja sozusagen so, dass so wie das Bild jetzt ausschaut, ist ja vollkommen klar, dass das
Es sind zwei Dinge selbstverständlich. Das eine ist, dass es eigentlich ein Kindermord sein sollte. Man hat ja auch die anderen vernünftigen Kopien, Wien und München, die mehr oder weniger gleich ausschauen. Also das war vollkommen klar, das ist ein Kindermord. Das ist das eine. Das andere ist, dass vollkommen klar ist, dass das grotesk ist und nie im Leben Beugel selber übermalt hat. Und es ist so, dass das auch im Inventar, ich weiß die Jahreszahl weiß ich nicht, aber es ist sehr bald passiert, dass das nicht Kindermord hieß, sondern Raub, also im Inventar als Raubüberfall geführt worden ist. Das heißt, es ist sehr, das muss eben, also noch im späten 16., frühen 17. Jahrhundert, muss das übermalt worden sein und das war immer klar. Also, man muss draufkommen, man muss das entdecken, oder? Irgendwer muss das entdecken, dass das gleiche Bild ist übermalt. Aber das liegt auf der Hand, das brauchst du gar nicht entdecken. Das ist ja, die schauen ident aus. Historisch gesehen muss das irgendwer einmal zum ersten Mal gesehen haben. Das ist nur die Chronologie da. Dass wir das jetzt so sehen, ist klar. Aber wann man das. Schon mal so sozusagen. Das späte Kunsthistoriker entdeckt, oder? Das war immer klar, das war für die Leute, die damals, also im späten 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, muss das vollkommen klar gewesen sein, dass das nicht von Bruegel ist, diese Übermalungen, sondern dass das halt übermalt worden ist, weil man das nicht ausgehalten hat. Es ist so offensichtlich, dass das. Es ist nur das Merkwürdige, das unglaublich Merkwürdige ist nur, dass man das überhaupt in Auftrag geben kann, dass es einen Künstler gibt, der das macht, der da hineinmalt und statt einem toten Kind im Schnee ein Stillleben dahin malt. Also das ist natürlich für uns so verrückt, dass wir es uns nicht vorstellen können. Aber den Leuten war das damals klar, dass das, also ich weiß nicht, ob es dann Leute gab, die das angeschaut haben und sich gedacht haben, ja, das ist ein Raubüberfall. Und das ist kein Kindermord, das ist halt ein Raubüberfall, komisch oder so, ja. Genau, was du sozusagen jetzt wissen willst, wann genau das, so wie wir das jetzt formulieren, klar geworden ist, das kann ich dir nicht beantworten. Und ich weiß auch nicht, was in verschiedenen Menschen vor, also verstehst du, das ist eine Rezeptionsfrage, ich weiß nicht, was Leute, also die es in Auftrag gegeben haben, sind dann davor gestanden, haben gesagt, okay, Bruegel, aber wenigstens werden wir jetzt nicht mehr mit diesem schaurigen Zeug konfrontiert. Und wenn es dann kurz danach die nächste Generation gesehen hat, weiß ich nicht, ich glaube, das kann kein Mensch nachvollziehen, was sie empfunden haben, ob sie gesagt haben, das ist ein Bruegel. Dann haben sie vielleicht den Wiener Bruegel gekannt und haben gesagt, ich habe genauso ein Bild gesehen, aber das hat irgendwie anders ausgeschaut. Aber die Leute haben sich viel weniger an solchen Dingen gestoßen, wie wir uns heute dran stoßen. Also allein schon die Tatsache, wie früher kopiert worden ist, also das ist zum Beispiel eben in Mecheln eine riesige, also sozusagen ein Kopierdorf gegeben hat mit vielen Kopierern, wo Kunsthändler waren und die dann so Vorlagen hatten, Vorlagen zum Beispiel, also das muss man sich so vorstellen, da hat es zum Beispiel einen Kindermord von Bruegel gegeben, ein sehr guter Kopist, sagen wir mal Bruegel, Peter Bruegel der Jüngere, hat eine Kopie gemacht davon, dann kam diese Kopie nach Mecheln und dann kam der Kunsthändler und hat gesagt, ich möchte 27 Stück von diesem Kindermord von Bruegel. Und hat das dann entweder einem Kopierer übergeben, wenn das ein großer Auftrag war, aber haben dann vielleicht mehrere daran gearbeitet und die haben kopiert, kopiert, kopiert und haben das zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben und der hat das verkauft, beziehungsweise sind diese Dinge, das weiß man jetzt, nach Übersee gegangen und in die ganze Welt gegangen. Und das schon im 16. Jahrhundert. Und da gab es, und den Leuten, das hieß dann Bruegel, den Leuten war es, das war nicht so wie heute, den Leuten war das nicht sehr wichtig, ob das jetzt original Bruegel ist, für sie war es einfach irgendwie Bruegel. Ja. Also das, und insofern kommt da, glaube ich, schon durch diese ganze enorme, also das ist sozusagen gar nicht so ein Bewusstsein, durch diese enorme Kopiertätigkeit, ja,
sind die Dinge sowieso irgendwie teilweise sehr verschwommen geworden. Ja. Und dann hat man natürlich, da gab es in der Form auch noch keine Kunstgeschichte, und du hast natürlich recht, wie die Kunstgeschichte dann angefangen hat, sich mit den Dingen zu beschäftigen, spät 19. Jahrhundert ja erst, ja, gab es ja dann wirklich große Schwierigkeiten, so ein Oeuvre zusammenzustellen. Und auch bei Bruegel ist es so, dass das Oeuvre unglaublich geschmolzen ist. Also durch die genauere Prüfung, zum Beispiel die, also was die Zeichnungen anbelangt, zum Beispiel gibt es eigentlich ein Grundlagenwerk von Mielke, Hans Mielke, das ist wirklich das Standardwerk der Bruegel-Zeichnungen, das ist rausgekommen, nachdem der Mielke gestorben ist, aber das ist noch nicht so lange, das ist noch nicht so lange her, und der hat diese Bruegel-Zeichnungen, ich kann es ja nicht genau sagen, aber da ist mindestens, also da ist sicher mehr wie die Hälfte einfach weggefahren. Da gab es diese, es gibt eine ganze Folge, das heißt Narrheit Leben, nach dem Leben, das sind so Bauernfiguren in verschiedenen Positionen, die hat man lange für Bruegel gehalten, das ist alles nicht Bruegel, das ist Savery, also man weiß auch, wer das war dann. Man gibt sehr viele Landschaften, die ausgeschieden worden sind, das heißt, es ist unglaublich viel ausgeschieden worden, bei gewissen Dingen kann man sich noch streiten, aber im Prinzip ist das Werk jetzt mehr oder weniger abgesichert. Es gibt noch, also, und, beziehungsweise es gibt schon Streitpunkte, wie zum Beispiel der Turm in Rotterdam, ja, ich habe den jetzt nicht gezeigt, aber Sie werden ihn sehr wahrscheinlich alle in der Ausstellung gesehen haben, viel kleiner, einfach fast geometrisch. Ja. Ich weiß es nicht, also ich glaube nicht, dass das Bruegel ist. Ich kann mir das beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Da ist nichts, was Bruegel sagt. Also es ist ein geometrisch konstruierter Turm, der durchfarbig und formal überall gleich ausschaut. Praktisch kaum Figürchen braucht, schon wenn du genau schaust. Also alles, was sozusagen Bruegel ausmacht, diese ganze Vielfältigkeit, null. Alles weg. Ich glaube das nicht. Oder jetzt auch diese, also es gibt dann so, ja, so Neufindungen, wo man glaubt, dass die man dann Bruegel halt zuschreibt, weil es natürlich, es ist zum Beispiel auch so, das ist auch heute noch so, dass Museen ein unglaubliches Interesse haben, Originale zu haben. Das ist schon verständlich. Ja. Aber auch das Kunsthistorische Museum hat sehr viel, nicht jetzt bei Bruegel, aber bei anderen Künstlern Sachen, wo ich sagen würde, im Leben nicht. Ja. Rubens ist so ein Fall, aber dort gibt es halt eine Werkstatt. Ich habe das immer mit meinen Studis mir angeschaut, die Skizzen und dann die ausgeführten Werke, wo man einfach mit meiner Meinung nach mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass das eben, also in dem Fall ist es aber klar, weil das ist dann einfach Werkstatt. Und ich verstehe nicht, wieso das so behandelt wird. Und das findest du in jedem Museum, mehr oder weniger. Also das ist, ja, man will halt, also in dem Fall in Rotterdam will man halt den originalen. Da schließe ich eine zweite Frage. Entschuldige. Es gibt dann offensichtlich ja zwei Methoden, also eine wissenschaftliche Rhythmusstrukturanalyse, chemische, wo man das untersucht, die Materialien, ob das in die Zeit passt. Und dann, so wie du sagst, inhaltlich, formal, ästhetisch, ob man das zuordnet. Sehe ich das richtig? Weil sozusagen dieses kleine Türmchen, wo du sagst, das passt nicht zu ihm, aber offensichtlich passen die chemischen und technischen Analysen dazu. Ja, aber mit chemisch-technischen Analysen sagen ja wahnsinnig wenig. Ja. Nein, aber sie tun einmal die Zeit eingrenzen. Ja gut, das sagt ja null, ja. Nein, das sagt gar nichts. Also die technischen Analysen sagen, ob das eigenhändig ist oder nicht, sagen ganz wenig. Nein. Weil du kannst natürlich, du kannst mit technischen Analysen zeigen, natürlich, dass es zum Beispiel in einer bestimmten Zeit bestimmte Farben nicht gegeben hat, etc. Ja, aber in dem Fall, wenn es ja jetzt um Bruegel geht, ist es so, dass es
wenn das sein Sohn Peter Bruegel, der Jüngere, gemacht hat, der wirklich ein sehr guter Kopist war. Aber wie hat man dann die Kopien alle vom Original? Da geht es um Schauen. Du kannst, verstehst du, das ist so, früher gab es sozusagen die großen Kenner, das war auch problematisch zum Teil, ja. Aber heute gibt es eine Tendenz der Naturwissenschaften, Gläubigkeit, wo sozusagen die Leitwissenschaften die Naturwissenschaften sind. Und das ist einfach in unserem Fall, wenn es um die Kunst geht, finde ich das ziemlich absurd. Und das war so bei der Bosch-Ausstellung, das ist jetzt teilweise auch bei der Bruegel-Ausstellung so gewesen. Ich schätze die Naturwissenschaften, aber sie sind, was die Kunst anbelangt, sie sind ein Hilfsmittel, ein sehr sinnvolles Hilfsmittel. Aber man muss auch, sozusagen naturwissenschaftliche Untersuchungen immer interpretieren. Und wie du das interpretierst, ich war jetzt bei dem Bosch-Symposium, ja. Da hast du wahnsinnig genaue naturwissenschaftliche Analysen, also jetzt dieses große Triptychon an der Akademie betreffend. Und die Fragen bleiben eigentlich offen, weil du nämlich dann erst wieder diese naturwissenschaftlichen Analysen erklären musst. Also zum Beispiel hat man herausgefunden, dass in diesem Bosch-Triptychon in der Akademie die Unterzeichnungen ganz sicher von verschiedenen Leuten sind, das kann man sehen, die ist einfach so verschieden. Jetzt deute das mal. Das kannst du naturwissenschaftlich feststellen. Du bestimmt, also kannst es durchleuchten und kannst zeigen, die Unterzeichnung ist unterschiedlich. Okay, und jetzt kann man immer noch sagen, es ist alles Bosch, der hat halt eine verschiedene Zeichentechnik. Oder das Triptychon ist über einen so langen Zeitraum, weil das wirklich sehr kompliziert war mit dem Auftraggeber, das lief über eine so lange Zeit, da hat er sozusagen seinen Zeichenstil geändert. Oder aber, was meines Erachtens die wahrscheinlichste Lösung ist, das sind einfach verschiedene Hände. Es sind verschiedene Hände. Und das Triptychon ist in der Mitteltafel meines Erachtens zum kleinsten Teil, also meines Erachtens ist das sowieso nicht, also die Außentafel, ja, sehr wahrscheinlich, aber die Innentafeln haben so wenig von Bosch, dass ich eigentlich, also ich habe das nie nachvollziehen können, aber das sind sehr ketzerische Meinungen. Aber das hat auch so Ansätze gegeben, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt vom formal-ästhetischen auf Kleinigkeiten, ne? Wenn ein Maler, was weiß ich jetzt, ein Fingernagel immer gleich malt, also so in die Linie hinein, dass eben so Kleinigkeiten von Künstlern, von einem und demselben Künstler, gleich gemacht werden. Ja, aber zum Beispiel, also man müsste, also solche, also Zuschreibungsfragen kann man wirklich nur vor dem Original klären und da sehr genau. Also bei dem Bosch zum Beispiel würde ich sagen, bei dem Bosch Triptychon würde ich sagen, die rechte, die Höllentafel, ja, die ist von der Komposition sowas von langweilig und einfach eine Addition, wenn man sich die richtigen Boschs anschaut, ja, also die gesicherten. Man müsste das sozusagen im Original jetzt sehen, es ist einfach eine Addition von irgendwelchen grotesken Figuren, was überhaupt keine Komposition ergibt. Vor allem die linke Tafel ist so stumpf in der Malerei, also die Ikonografie ist wie beim Heuwagen, also das ist kein Problem für irgendjemanden, sowas nachzumalen. Und die Malerei, bei Bosch ist die Malerei so, dass er immer sozusagen, er geht ja ganz stark von den frühen Niederländern aus, von so einer klaren stofflichen Beschreibung, die dann aber kippt, also wo man nicht weiß, ist das jetzt, das schaut aus wie eine Eierschale und plötzlich schaut es aus wie ein Stein und dann schaut es wieder aus wie Holz oder dann schaut es wieder aus wie eine Feder. Es ist aber an sich stofflich charakterisiert, aber es ist eine ständige Metamorphose und das hat einen komplett verunsichernden Effekt und dann hat es so, schillert das immer mit so kleinen Lichtpünktchen oder so. Also das heißt, es gibt so viel, also es gibt sozusagen dann eine ganze Reihe vielfältiger Elemente, aber das kann man nur im Original klären und man muss es meines Erachtens, es ist schwierig, also ich würde mir auch nicht sagen, dass ich mich jetzt traue, da mit Sicherheit was zu sagen, aber ich würde zumindest manchmal gewisse Fragezeichen machen. Ja,
Aber eigentlich wollte ich sagen, dass sozusagen diese ganze Frage, original oder nicht, das hat einfach lange Zeit, hat das jetzt in der Weise eine Rolle gespielt, wie es für uns eine Rolle spielt. Ja. Gibt es noch andere Fragen? Ja. Ja, ich bin zu spät gekommen, ich weiß nicht, ob das schon aufs Tapet gebracht wurde. Mich interessiert einfach die Frage, wie es möglich ist in der Geschichte der Kunstgeschichte. Ein wiedergefundenes Entschuldigung. Wie es möglich ist in der Kunstgeschichte, dass so unterschiedliche Interpretationen gelaufen sind und dass es diese Interpretationen so stark oft moralisierenden Charakter haben. Und was eigentlich das, wieso eigentlich so spät erst eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Interpretationen stattgefunden hat. Das Notwendig ist, oder auch die Sperre, der Erkenntnissperre der Kunsthistoriker und Kunsthistorikerin. Ah ja, also ich würde sagen, Kunstgeschichte, mir ist das ja ein Rätsel. Ja? Also ich finde, wenn man Kunstgeschichte liest, und nicht nur zu Paul Breuer ist es besonders aufwendig, aber es ist ja sonst auch so, ist es für mich meistens so, wie wenn ich eigentlich, da könnte ich eigentlich glauben, sind alles Theologen. Sie führen im Allgemeinen, sie gehen erstens davon aus, dass alle bis ins 20. Jahrhundert tief religiös waren und die Religion sozusagen ihr gesamtes Denken betroffen hat, und sie führen einfach die Kunst im Wesentlichen auf Theologie und auf theologische Texte zurück. Und das ist meines Erachtens, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ja. Ich glaube das überhaupt nicht, noch dazu glaube ich nicht. Künstler waren keine Theologen. Und ich glaube, dass sozusagen in der Kunst einfach die Möglichkeit besteht, auch wenn es biblische Motive sind, dass einfach Lebenserfahrungen aus den verschiedenen Bereichen einfach einfließen in die Kunst und auch Künstler sozusagen andere Dinge beschäftigt haben als nur die Bibel oder theologische Texte. Also das ist. Und warum das so ist, das ist sozusagen eine allgemeine Ideologie, ja, dass das, wie wenn das sozusagen so wäre. Und dann bei Bruegel, glaube ich, und dann kommt dazu, dass die Kunstgeschichte sehr lange Zeit sehr stark ikonologisch beherrscht war und die Ikonologie prinzipiell die Kunst auf Texte zurückführt, weil sie glauben, dass die Texte, also dass sozusagen die Sprache und die Texte eigentlich das Wesentliche sind. Und ich glaube ja, dass Bilder genauso Bedeutungen schaffen wie Texte, allerdings immer in Zusammenhang, also immer in Zusammenhang mit den Diskursen der Zeit. Und dann glaube ich, bei Bruegel speziell, glaube ich wirklich, dass es unheimlich schwer fällt, Ambivalenz auszuhalten. Also ich glaube, dass es, also die Bruegel-Literatur liest sich wirklich so, die einen sagen das eine und die anderen sagen das Gegenteil. Und das ist immer die Frage, wie was hat jetzt Bruegel dafür für eine Haltung dazu? Wie wertet er das? Und ich finde eben, dass wenn man sich mit Bruegels Werk auseinandersetzt und glaube ich schon, dass er eine Haltung hat, ich glaube nicht, dass das beliebig ist, er hat eine Haltung, aber das Entscheidende ist, dass er eben gerade diese Komplexität und diese Widersprüchlichkeit und diese Diversität und diese Ambivalenz darstellt. Und das ist etwas, was wir alle schwer aushalten. Wir wollen immer schwarz oder weiß oder hopp oder top oder es ist so oder es ist das Gegenteil. Und ich glaube, dass das, also für mich ist das ja unter anderem der Sinn, dass man sich mit Bruegel beschäftigt, dass man das irgendwie, dass man einen weiteren Horizont bekommt dadurch. Also es ist auch für uns im Leben, glaube ich, Ambivalenz ist einfach schwer auszuhalten. Ja? Weiß man bei den großen Gemälden, wer die Auftraggeber waren, wie viel Einfluss die dann auf die Darstellung hatten. Bei Rubens weiß man, hat viel für die Jesuiten gemacht, deswegen haben wir viele biblische Themen, die haben natürlich da auch fest eingegriffen dann in die
Komposition, aber... Man weiß ja unglaublich wenig von Bruegels Leben, also man weiß ja wahnsinnig wenig, aber man weiß gewisse Dinge. Jonkeling, der Kaufmann, hat 16 Werke von Bruegel besessen. Das ist bei dem sehr kleinen Oeuvre, das war zwar größer, sehr wahrscheinlich wie heute, aber Bruegel, der hat ja sehr kurz gearbeitet, gelebt und hat wahnsinnig lange an sowas gearbeitet. Also das Werk war sicher nie groß. Also 16 Arbeiten ist schon sehr viel. Jonkeling hat den Turm von Babel besessen, die Kreuztragung und die Monatsbilder. Das weiß man aber auf jeden Fall. Ja? Und das war ein Kaufmann, einer der reichsten Kaufleute. Das weiß man. Das andere, was man weiß, ist, dass er nie für die Kirche gearbeitet hat, dass er nicht für den Hof gearbeitet hat. Er hat ein Bild für Vanella gemacht, das war der Kardinal, der von Spanien in die Niederlande geschickt worden ist, der dann aber genau 1563, das ist so das Jahr, wo das anfängt zu kippen alles, in Ungnade gefallen ist, weil er nämlich der Granvella selber mit Plantin zusammen diese x, also mehrsprachige Bibelübersetzung in Auftrag gegeben hat und das wollten die nicht. Und er hat dann selber Schwierigkeiten bekommen mit dem spanischen Königshaus. Das heißt, auch da kann man nicht, weil oft wird die Bruegel-Forscher sagen, ja, aber für Granvella hat er diese Flucht, dieses Bild die Flucht gemacht, die Flucht nach Ägypten, aber das ist eben, aber Granvella ist jetzt nicht so eine eindeutige Persönlichkeit. Dann, was man sicher weiß, ist, dass er seinen Freund Ortelius, das ist der bedeutendste Geograf der Zeit, humanistisch gebildet, dass er dem einen Marientod, eine Grisaille geschenkt hat. Und, und dann weiß man, dass er für, ich glaube, er heißt Noiré oder sowas, also jedenfalls war das dann der Münzmeister, der hat sehr wahrscheinlich die Bauernhochzeit besessen. Also das heißt, die Sachen, die man weiß, sind aus einer, sagen wir mal, bürgerlichen Elite, ja. Und man weiß, dass er natürlich eben mit humanistisch gebildeten Menschen, wie eben zum Beispiel Ortelius, befreundet war, also das weiß man. Insofern finde ich schon, dass man also da einiges weiß und dass er halt für Koch diese vielen, vielen Grafiken gemacht hat und da eben die Quelle von Van Mander, dass er seiner Frau vor seinem Tod den Auftrag gegeben hat, einige Sachen zu verbrennen, damit sie keine Schwierigkeiten kriegt, das finde ich schon sehr fieserabend. Also das... Ja, das kannst du wiederholen. Der Frau von... Van Mander hat geschrieben, bevor er starb, hat er seiner Frau den Auftrag gegeben, einige von den Grafiken zu zerstören. Und dann Van Mander schreibt, entweder weil Bruegel bereut hat, dass er das gemacht hat, oder aber weil er nicht wollte, dass seine Frau deswegen Schwierigkeiten bekommt. Und ich finde das eine unglaublich vielsagende. Kann sich das nicht jemand unter den Nagel grüßen? Der ist ja auf den Verruf gekommen. Das kann ja verstehen. Nein, aber ich meine, was bedeutet das? Wir wissen nicht, ob das wahr ist und wir wissen nicht, ob die Frau irgendwas verbrannt hat. Das wissen wir nicht. Aber die Quelle ist unglaublich vielsagend. 1604, also 69 ist er gestorben. Ja? Und dann relativ, also eine Generation später, war sozusagen das Bewusstsein, was Menschen über Bruegel. Der Van Mander hat sehr genau versucht, Leute zu treffen, die Bruegel noch gekannt haben. Das, und hat sozusagen versucht, das zusammenzuschreiben. Wenn sozusagen von Bruegel so viel bekannt, was bekannt war, ist es vielsagend, meines Erachtens. Also, dass die Leute sozusagen Bewusstsein hatten, der hat Sachen gemacht, die irgendwie gefährlich hätten werden können. Und ich finde, dass seine Sachen, also die Grafiken, also was ich letztes Mal gezeigt habe, der Kampf der Schwabiks und der Gelkisten, das ist schon massiv, ja, was sozusagen Kritik anbelangt. Ja. Also da ist er schon, also das ist schon sehr scharf. Und seine allerletzten Sachen, ich habe einige Dinge nicht gezeigt, jetzt, weil das also sei auch nicht wahr, aber diese Zeichnung über die sogenannten Bienenzüchter, Sie haben das vielleicht gesehen in der Ausstellung, das ist ja eine seiner wunderbarsten Zeichnungen. Das ist so enigmatisch, also so rätselhaft. Ja. Also Bienenzüchter sind es sicher nicht, das sind Bienen,
Bienenräuber, also ohne Kräuter sozusagen, alle diese Menschen mit ihren Hörnern da vor dem Gesicht. Wahnsinnig unheimlich, wenn man sich das anschaut. Also ich könnte mir vorstellen, dass er am Schluss Sachen gemacht hat, die so rätselhaft sind, dass sie nur noch Leute, die ziemlich viel internes Wissen haben, das überhaupt nicht verstanden haben, weil er es einfach so verklausuliert hat. Denke ich mir. Und was man einfach immer sich im Bewusstsein halten muss, wenn man über den Bräugel spricht, das ist wirklich, es hat sich einfach, also von, der hat ja kurz gelebt, aber das ist genau die Zeit, ja, wo diese Revolution sozusagen losging, der Bildersturm und dann sozusagen die Zerstörung. Und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit und da kommt es auch da geht es um jedes Jahr. 63 ist so wieder die Kippe. 64, 66 war der Bildersturm, 67 kommt Alba, 67 wird alles sozusagen niedergemacht, 67, 68 und 68 sind seine letzten Bilder, 69 ist er gestorben. Also das hat sich von Jahr zu Jahr, man kennt das ja aus den 30er Jahren oder so, also das geht ja manchmal in einer rasenden Geschwindigkeit, dass etwas komplett kippt. Ja. Und das war wirklich, also das Klima in Antwerpen, in den Niederlanden, da gab es so viele hochgebildete, radikale Denker, ja. Und das wurde dann halt platt, das wurde dann sozusagen wirklich platt gemacht. Aber da ist er gestorben, also da hat er, ja. Er hat das gerade noch erlebt, aber ja, gibt es noch Fragen? Die Inka waren auch eine ganz späte Zeichnung. Das ist ganz spät. Und es ist eine Zeichnung, die wurde, und das finde ich ja auch sehr viel sagen, die wurde nie gedruckt. Das ist eine Fantasie, hast du die gesehen? Ich meine, ja. Das ist eine der unglaubliche Zeichnung, wie das gemacht ist. Genau bis ins Geht nicht mehr, aber nie gedruckt. Das heißt, ich glaube nicht, dass er das für den Druck bestimmt hat. Ich glaube, dass es vielleicht eine Zeichnung war, die er jemandem schenken wollte oder wie auch immer. Aber die nicht. Die Zeichnung lässt mich an, dass ich überhaupt nicht los über die Welt. Ich hatte viel mehr müssen. Ich bin erst am Wochenende mit einem, der selber Bienen züchtet, so ein bisschen zusammengesessen und habe den gefragt, wie das ist mit diesem Gesichtsschutz. Und weil das so aussieht, wie wenn das fast Holzmaserungen wären. Mhm. Aber also den Gesichtsschutz, das ist schon, ich meine, es ist so, da fliegen ja gar keine Bienen rum. Und also Bienenzüchter sind ja, das ist aber auch keine Frage, das ist keine Bienenzüchter, das ist ja vollkommen absurd. Es sind Bienen, die rauben diese Körbe aus. Ja? Und die Bienenkorb, man sieht das an vielen Bäumen, der Bienenkorb hat eine hohe Symbolik. Also es stand sozusagen einerseits für Fleiß, die Bienen, aber es stand immer wieder für die Tiere. Und die Frage ist halt, ob nicht sozusagen so eine Symbolik ist im Sinn von, die rauben sozusagen die Kirche oder den Baum, die rauben irgendwie aus oder so. Und das hat ja was irrsinnig Unheimliches. Also er hat sich immer wieder beschäftigt mit Sehen und Nichtsehen. Und in dem Fall ist es so, dass die uns anschauen mit ihren Dingen und wir sehen sie aber nicht. Ja. Es ist einfach extrem unheimlich. Es gibt eine Unzahl von Interpretationen, die alle meiner Meinung nach überhaupt nicht befriedigen. Ich habe keine Interpretation zu den Zeichen. Sie ist für mich nur rätselhaft und eben unheimlich. Aber also. Ja. Gut, dann beenden wir was. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Feiertage und eine gute Woche.